Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer. Hier ist Basti zu einem neuen Part mit meiner Dynamo Dresden Karriere. Sally ist am Start, Dresden ist am Start und Leipzig ist am Start. Wir sind im DFB-Pokal Halbfinale und ich hoffe, ihr habt am Samstag oder meinen letzten Part allgemein gesehen hier von dieser Karriere. Das Spiel gegen Dortmund war absolut zerreißend von der Spannung. Es ging um sehr viel und ich hoffe, ihr habt es gesehen. Wie gesagt, wenn nicht, schaut nochmal nach. Ich werde jetzt hier nichts spoilern. Jedenfalls jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das noch später im Spiel passiert. Heute gibt es auf jeden Fall die Highlights hier im DFB-Pokal Halbfinalspiel zu Hause gegen die Bullen und denen werden wir die Hörner mal so richtig ordentlich abstoßen. Und ihr seht jetzt hier einmal meine Aufstellung und dann gucken wir uns mal die Aufstellung von Leipzig an. Ich bin gespannt, auch was ihr mir so in den Kommentaren heute und auch am Samstag dann geschrieben habt. Darauf werde ich dann im nächsten Part eingehen, wenn es da irgendwas zu berichten gibt. Und hier ist die Aufstellung. Werner ist am Start vorne. Wer ist das daneben? Von Mancino, Dino, Bruno, Alter, ich weiß gar nicht, wer da alles ist. Ja, die sind auf jeden Fall abgestiegen, bin ich der Meinung, hier in meiner Karriere. Und das heißt, ich bin jetzt hier ein Erstligist, Dresden gegen den Zweitligisten, Leipzig, DFB-Pokal, Halbfinale. Im Finale kann dann Köln oder Schalke oder Frankfurt, nee, Frankfurt war es, nee. Ich weiß es nicht mehr. Schalke, Frankfurt, irgendwie sowas war da. Wahrscheinlich dann dabei sein und mir ist egal. Wir wollen nach Berlin. Berlin? Wir wollen nach Berlin und wir fahren nach Berlin. Also in 90 Minuten sehen wir uns dann. Fröhlich hoffentlich. Yes! Ja, komm. Nice. Krause. Mit der Flanke! Spagat, Spagat! Hier, der Einsatz ist auf jeden Fall da. Das kann doch hier was werden. Oh, Leipzig. Leipzig mit der ersten Möglichkeit. Aber das Ding geht Gott sei Dank nach hinten los. Oh, oh, Leipzig, komm! Nein! Damn! Scheiße, Sabitzer? Oder wer ist es? 1:0 für Leipzig, hier das Auswärtsführungstor. Schon wieder gehe ich in Rückstand, so wie gegen Dortmund. Oh, jetzt habe ich gespoilert, so scheiße. Ah, Mist! Wer ist es denn jetzt? Isanka! Mann! What the fuck, ey? 28 Minuten vorbei, ich kotze gleich ab schon. Mann, das muss doch hier mal was werden. Ich will dieses Pokalfinale erreichen. Die Laune geht gleich runter. Die geht gleich auch so richtig runter. Krause. Pass in die Mitte. Ach, Mann. So jedenfalls nicht. Was, das war kein Foul? Dann nehme ich das mit. Oh, ich dachte, es ist ein Foul gewesen. Und dann denkt man so, ja, nee, dann kannst du ja gleich aufhören. Aber, oh Mann, ey. Einfach dranbleiben. Dranbleiben, dann klappt das auch. Oh, komm, hier noch den Ball. Oh, Werner, scheiße, der zieht jetzt los. Lumpi. Ja, Zachary. Ah, das war ein Art Schuss. Den habe ich aber gar nicht so geplant. Und gleich ist Halbzeit 1:0 für Leipzig. Mit ihrem einzigen Schuss hier aufs Tor. Sally, da, wenn was geht, dann doch über den, oder? Komm. Oder Zachary. Ah, ich komme da einfach nicht mehr durch. Die stehen hinten wirklich verdammt gut. Das darf hier. Nee, da passiert nichts. Also meine Hoffnung besteht einfach in der zweiten Halbzeit. Oder jetzt noch mit einem Lucky Punch Schuss hier. Verletzung. Ach, ich passe da auch ein bisschen dumm. Ach, und dann ist Halbzeit. Mist, ey. So eine Scheiße. Es läuft einfach gerade nicht. Mann. Na, da, eigentlich ausgeglichen. Boah, ey. Die kommen hier wieder mit so einem satten Schuss daran. Oh, raus und jetzt ab nach vorne. Oh. Ja, da prüft man mal seinen eigenen Torwart, ne? Ist klar. Komm. Komm auf
auf, Sally! Das ist dein Ding! Sally, mach ihn! Sally, 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 Sally! Schön! Schön! Oh, herrlich! Es hat alles perfekt geklappt. Ich hatte halt nur Angst, dass der Ball so nicht von da reingeht aus dem Winkel. Es ist noch keine große Erleichterung. Wir haben jetzt nur den Ausgleich gemacht. Wir wollen hier das Ding noch in den 90 Minuten klar machen am liebsten. Meine Spieler noch aus dem letzten Spiel, halt, die sind halt alle angeschlagen aus dem Spiel gegen Dortmund, weil wir haben jetzt ein Spiel in der Woche, wir hatten eins am Wochenende und dann haben wir wieder nur noch wichtige Spiele. Alle Spiele sind jetzt wichtig. Lumpi, schön. Und dann verkackt und da geht er durch, da geht er durch. Das sind immer die Dinger, die kann ich nicht verteidigen, wenn die schon so weit dann sind. Und dann kann er hier auch noch, hier dann nochmal diesen Schuss absetzen. Ich komme da nicht in den Weg und dann stand die einfach nur noch scheiße. Und es wird halt einfach brutal gefährlich. Ich muss jetzt auch noch mit meinen Auswechslungen warten, falls hier doch Verlängerung ist übrigens. Boah, schon wieder Pfosten, ey. Ich habe jetzt Glück. Ich habe richtig Glück. Boah, was ein Pass auf Sally. Was war das denn für ein geiler Pass? Oh, scheiße, ich habe jetzt scheiße geschossen. Ich mache doch normalerweise einmal schießen und dann nochmal schießen drücken, damit ich dann so ein... Oh, damit ich ihn vorbeischieben kann am Torwart. Und das habe ich jetzt nicht gemacht. Einfach in meiner Nervosität. Komm, Benko, was ist das denn für ein Schuss, bitte? Was ist denn das für eine Lächerlichkeit? 80 Minuten vorbei. Ich wechsle jetzt gleich ein. Dann habe ich hab noch zwei Auswechslungen über. Zwei haben wir noch. Oh, Sally, mit dem Pass jetzt. Komm, die letzten Minuten laufen, Benko. Es ist mindestens eine gelbe Karte. Das war, glaube ich, nicht letzter Mann. Also gibt es kein Rot. Wir schauen uns das nochmal an. Da holt er den gelben Karton raus. Und war das gelb-rot oder was? Weil die hier gerade alle so abfeiern? Nee, es war nicht gelb-rot. So, und ich finde so Freistöße halt immer ziemlich schwer. Deswegen mache ich hier einen direkten Pass dahin und versuche mich irgendwie durchzuwuseln. Was aber auch nicht wirklich klappt. Aber jetzt Lumpi von da hinten drauf. Oh, 90. Minute, wir kriegen nochmal eine Ecke. Komm, wir bleiben jetzt dran, bis das Elend hier vorbei ist. Ja, nochmal eine Ecke, komm, die nehmen wir auch noch mit. Wir nehmen jetzt alles mit bis zur 90. Und dann gibt es im Zweifel die Verlängerung. Aber vielleicht halt, wie gesagt, dieser Lucky Pa... Hallo, Elfmeter? Ich habe da gerade einen Elfmeter gesehen, aber irgendwie war das anscheinend ja gar nichts, ne? Dann geht's halt in die Verlängerung. Lumpi nochmal, Benko nochmal, schade. Ja, eine Auswechslung haben wir noch. Aubert ist reingekommen im Spiel und Benko... Für Hansen, den ich als ZOM hingemacht habe, war völliger Schwachsinn. Also es ist und bleibt weiterhin spannend. Wir sehen uns. Nicht in die Verlängerung kommen, in den Elfmeter schießen. Was ist los? Was macht denn die KI da für eine Scheiße? Nein, was mache ich denn für eine Scheiße? Oh Mann, schon wieder verkackt, frei vorm Tor, schon wieder. Und das in der zweiten, Mann, in der Verlängerung, Mann. Ich will halt nicht ins Elfmeterschießen, da gegen die KI gewinnt man da eigentlich nicht. Ich jedenfalls. Nein, das ist doch wieder die Situation, die ich nicht mag. Oh, wieder so ein geiler Pass. Komm, Sally, mach ihn, mach ihn. Marin! Ja! Wer ist es? Benko! Mit dem 2:1 Ende der ersten Verlängerung. Oh, das müssen wir jetzt durchhalten. Jetzt mache ich den Abwehrriegel an. Sally hier mit seinen letzten Kräften rennt er noch rüber. Benko ja auch nicht mehr ganz so fit. Und dann machen wir hier den Führung. Wir haben das Spiel gedreht, Leute. Wir haben es gedreht. Jetzt nur noch durchhalten und dann sind wir im Finale und können nach Berlin fahren. Zweites Tor im Pokal. Benko, Fabian, super. Oh, Braun. Oh! So geht die nächste Verlängerung weiter. Alter, was eine geile Passstaffette hier. Einfach durch, alle durch und da außen. Und dann Sally macht noch ein Tor hier. Sehr gut, ey. Der geht gerade richtig ab zur Zeit. Sally, saumäßig stark. 3:1 und damit sollte es gelaufen sein. Zwei Tore hat er gemacht. Ich habe schon auf Verteidigen gestellt, aber das war hier nicht mehr nötig. Und da kommt nochmal Aubert. Aubert! Zakaria, ich komme nicht mehr ran. Das ist ein Elfmeter! Das ist doch ein Elfmeter, wenn man da umgestoßen wird oder nicht. Ist das kein Elfmeter heutzutage? Oder umgeschmissen, was umzuschmeißen geht vom Gegner.
Und jetzt, oh, Stojan, jetzt noch mit einer Glanzparade. 120. Minute, wir sind aber durch. Wir sind im Endeffekt durch, Leute. Wir sind durch. Ja, wir fahren nach Berlin, Leute. Wir fahren nach Berlin ins Finale. Ist mir scheißegal, wen und den werden wir dann hoffentlich besiegen und den ersten Titel holen. Ich weiß nicht, waren wir eigentlich in der zweiten Liga auf Platz 1? Ich glaube, wir sind da auch nur gerade so mit hoch aufgestiegen irgendwie. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe schon wieder alles vergessen. Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es nicht mehr. Ja, wir sind dabei und das ist doch ziemlich geil. Also, was das wieder für ein Spiel war, das war wirklich spannend. Bis zum 3-1 war es sehr spannend. Ich bin jetzt wieder froh. Ja, ich kann nicht verlieren. Ich bin einfach dieser Stefan Raab-Typ. Ich kann nicht verlieren. Wo ist eigentlich der Stefan Raab? Man weiß es nicht. Ne? Ja, also richtig cool. Wir haben hier zu Hause gewonnen. Und jetzt kann im Finale kommen, wer will, das ist mir völlig egal. Sully ist auf jeden Fall unser Mann, der ist einfach zurzeit der Mann der Stunde. Osako, nee, wie heißt er nochmal? Ja, Osave, Osako, Osave, ne? Hier auf jeden Fall der andere Stürmer, der leider verletzt ist. Der, ich vergesse auch noch die Namen alle. Oh, ist das bitter. Aber völlig egal, wir sind im Finale und das ist das, was zählt. Das ist hier das Wichtige. Schalke hat verloren gegen Köln. Köln gegen Dresden im Pokalfinale. Das hat man auch noch nicht gesehen. Bayern rausgehauen von mir. Dortmund war überhaupt nicht mehr vorhanden. Die waren ja gar nicht mehr vorhanden. Wolfsburg hat Braunschweig rausgehauen. Wen hat denn Köln rausgehauen? Ja, Frankfurt, Wolfsburg und Schalke. Ja, das sind schon Kaliber. Also immer so, ne, ja, vom Kader stetig steigend. Hamburg ist rausgeflogen gegen Kaiserslautern. Ja. St. Pauli ist rausgeflogen gegen Leipzig und Union halt auch. Naja, aber das ist so der Weg, der hier gegangen ist. Und ja, ich freue mich auf den nächsten Part mit euch. Ich weiß noch nicht, ob ich da alle Spiele reinhaue, wahrscheinlich aber nicht. Wir gucken jetzt hier nochmal rein, was da los ist. Pressekonferenz lasse ich ausfallen. Turnierpreisgeld 2 Millionen, das heißt, ich kann jetzt meine Verträge verlängern. Oben links haben wir eine 90. Das sieht doch auch ziemlich gut aus. Wir sind jetzt der absolute Trainer. Vertragsangebot abgelehnt, das haben wir hier immer noch, Yannick Müller, da könnte man dann nochmal neu machen, das mache ich dann aber so hintenrum, wenn ihr das nicht seht, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wenn alles gut geht, sehen wir uns am Samstag wieder beim nächsten Part Dynamo Dresden, ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, lasst die Sau raus, 1. Mai feiert und was weiß ich macht und bis zum nächsten Mal, euer Basti oder auch Modern Consumer, ciao.